Gestern im Bundesvorstand haben wir darüber gesprochen, dass wir rechtliche Schritte gegen die Urheberrechtsreform prüfen werden. Wir sind auch selber davon betroffen, weil wir sind Content-Sharing-Provider und wir bieten sehr viele Services an, über die Menschen Inhalte publizieren können, sei es Wikis, sei es Pads. Und das kam tatsächlich auch schon in der Vergangenheit einige Male vor, dass zufälligerweise vor Wahlen Teile unserer Infrastruktur stillgelegt wurden, weil angeblich Leute dort urheberrechtlich geschütztes Material hochgeladen hätten. Ja, wir ziehen jetzt auch nicht das erste Mal vor das Verfassungsgericht. So haben wir zum Beispiel die Sperrklausel zur Europawahl erfolgreich weggeklagt. Von daher haben wir da so ein bisschen Übung schon. Und ja, dennoch, das wird jetzt ein sehr, sehr langer Weg. Das wird jetzt auch nicht von heute auf morgen passieren, alles. Und über den aktuellen Stand halten wir euch auf dem Laufenden. Aber jetzt heißt es dennoch, den langen Atem zu bewahren.